Willkommen, Freunde, zurück zu Silent Hill Ultra Miller. Endlich sind wir raus aus diesem scheiß Gebäude. Ich habe es so gehasst, ganz ehrlich, ich habe es wirklich gehasst. Dann ist das Spiel noch abgestürzt, als wir hier gerade rausgetreten sind, ein paar Mal hintereinander. Aber jetzt sind wir endlich hier wieder in der lieblichen, wunderschönen Stadt von Silent Hill unterwegs. Mit dem lieblichen Nebel natürlich auch im Hintergrund. Das ist auf jeden Fall ein Urlaubsparadies für Touristen, ja. Ja, Danger. Perfekt. Das liest man sehr gerne hier. So, was haben wir hier? Ein bisschen Graffiti. Sorry, rear closed. Ach, guck mal, hier ist auch wieder alles abgesperrt. Und da gehen wir nicht nochmal rein. Also dieses Gebäude ist... Oh, ich bin so froh, dass wir da jetzt endlich raus sind. Mann. Vorlies. Ich bin aber gespannt, was jetzt so passiert. Ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Jetzt kommt bestimmt was anderes mal, außer ein Rätsel. Corporation. Sun Corporation. Ach, guck mal, hinten ist wieder ein Geschäft, in das man scheinbar hineintreten darf. Dann treten wir doch mal hinein. Oh, da können wir speichern. Das machen wir jetzt auch mal ganz schnell. Also, er wird sich an dieses Gefühl wohl niemals gewöhnen. Ans Speichern. Ich habe mich schon dran gewöhnt. Eine Tasse, eine Flasche Bier. Der Laden sieht ein wenig verwüstet aus. Oh, sorry, dass ich das Licht gar nicht anhatte. Okay, können wir nicht rein. Hier ist ein Telefon und da liegt ein Schlüssel. Wie könnte es anders sein? Ey, der ganz ehrlich, die Hose müsste von selber runterrutschen, weil der so viele Schlüssel mittlerweile. Wobei, der lässt die dann wahrscheinlich stecken. Ne? Na gut. Behind the Counter, ja danke. Ich dachte, du würdest jetzt sagen, wofür der Schlüssel ist, aber woher soll er das selber auch wissen? Guck mal, eine fliegende Untertasse, die gar nicht fliegt, sondern einfach nur Teller ist und da liegt. Ach ja. So, guck mal, hinten ist wieder ein Auto, das könnt ihr nutzen. Ein Briefkasten. Kennen viele von euch bestimmt gar nicht mehr. Ein Briefkasten, da kann man so Zettel aus Papier hineinwerfen und dann werden die automatisch dahin gesteckt, wo man gerne diese Briefe halt hinschicken möchte. Ja, es ist kompliziert. Ein bisschen so wie E-Mail, ja. Nur halt ohne dieses ganze elektronische Zeug und so. Ein Kino, oder? Ist das ein Kino? Monster from the ocean floor. Terror Strikes. Ah. Das hört sich auf jeden Fall interessant an. Ich glaube, den Film werde ich mir angucken. Ah. Oder auch nicht. Gucken wir uns heute nicht an. Na gut. Diese Musik wieder im Hintergrund, so ganz dezent und so. Versucht sie langsam mich so, ja, ihr wisst schon, Kirre zu machen. Was haben wir hier? Steak. Und Burger. Burger. Open for your pleasure. Ah, geil. Guck mal. Das ist ein Ausblick in den Nebel. Freihängend. Freischwebend. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Super geil. Oh, hier ist auch Ende. Kann man nicht aufmachen? Nein. Ein Auto. Und eine Türe da hinten. Eine Türe nach draußen. Weil ihr wisst ja, draußen ist Freiheit. Der Schlüssel passt. Ja! Das Schloss ist ins Nichts gefallen, ins Nirvana. Ja, ein neuer Bereich, auch wieder draußen. Hey! Oh Mann. Das Auto sieht auch nicht mehr so gut aus. Oh, ein Parkplatz. Können wir da etwa hinein? Mach mal auf hier, bitte. Das ist hier cool. Das ist okay. Ja, ungewöhnlich. Reifenspuren kurz vor dem Parkplatz, die in auf den Parkplatz führen. Was ist da wohl nur passiert? Was ist das? Ice Cream. Big Billy Bobs. Geil. Ich will auch Eis. Wobei, ich glaube, Eis verkauft sich hier in dieser Stadt nicht mehr so gut. Würde ich jetzt mal so mutmaßen. Das ist jetzt kein Konzept, das unbedingt auf Anklang treffen könnte. Ich meine, bei dem Nebel, wer will denn das schon Eis essen? Oh, eine offene Türe, die hinunter in einen Keller führt. Wie einladend. Der Green Lion, das ist doch der Geschäft. Das Geschäft, wo sich Dr. Kaufman aufhält.
Mal gucken, ob er uns einen Kaffee anbietet. Lade Daten. Denn Daten werden geladen. Eine Uhr. Ein Raum mit ganz vielen... Ja, mit ganz vielen Möbeln, mit ganz viel Mobiliar. Hurra! Wunderbar, aber kein Kaufmann. Herr Kaufmann, Entschuldigung. Sind Sie zufällig irgendwo hier? Er ist nicht hier, wir gehen wieder. Oh, ein Loch. Ein Loch in der Wand. Okay. Todesmutig stürzte er sich durch das Loch auf das seltsame Geräusch hinzu und trat wieder hinaus. Boah, wie krass sich das Spiel entwickelt einfach so. Alter, von... Wenn ich mal überlege, der Anfang, okay, und dann war man irgendwann in dieser Dingsda zwischen super Parallel-Halluzinationswelt. Und jetzt sind wir... Keine Ahnung. Ah! Sorry. Es ist nur eine Puppe, es ist nur eine Puppe, aber Puppen sind böse, das weiß ich. Das ist noch eine Puppe. Und es sieht so aus, als wenn hier ganz viele Puppen wären, ganz viel Blut. Und als hätte die Polizei dieses Gebäude irgendwann mal abgesperrt. The door is stuck. Ich habe so Angst vor dir. Vor der Puppe. Das ist eine weibliche Puppe. How far down does the rabbit hole go? Ach so, okay. Wie tief hinab führt das Loch des Hasen, des Kanickels, des, ja, Rabbits. Ah, solange es nur Puppenteile sind. Ah! Ah! Wow, 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 wow. Die stand eben noch da hinten. Hallo. Hä? Guck mal, die hat sogar Schatten. Nicht so wie in Stranded. Alter, ich fühle mich extrem beobachtet gerade. Oh, krass. Oh nein. Alter, nein. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Das ist absolut meine Horrorvorstellung. Nur Puppen. Überall Puppen. Weibliche Puppen. It's always easier to blame somebody else than to blame yourself. Also es ist immer einfacher, andere zu blamieren oder zu, ja, ne, als dich selber. Yourself? Ach, oh, da sind wir da hinten. Oh Gott. Es ist immer einfacher zu vergessen, als sich zu erinnern. Fuck. Oh mein Gott, ein Operationssaal. Solange da nur eine Puppe liegt, ist alles in Ordnung, Patrick. Solange da eine Puppe liegt, ist alles vollkommen in Ordnung. Nur keine Panik, Patrick. Nur keine Panik. Es ist nur eine Schaufensterpuppe. Da ist noch eine Puppe. Definitiv viel zu viele Puppen. Puppen, Puppen, Puppen. Boah, das wird immer bedrohlicher gerade. Alter Schwede, ist das gerade bedrohlich. I remember having a family. We all got into a car accident and they're all gone now. I was driving the car at the moment and it's not my fault. I had a damn seizure while driving. All because of Dr. Kaufman's drug, he gave me the seizure. In his fault. In his fault alone.
Wir hatten einen Autounfall scheinbar mit der Familie, und ich konnte das jetzt nicht so gut verstehen wegen dem Sound, weil es gerade so laut war, aber scheinbar wegen den Drogen, die uns der, dieser Kaufmann gegeben hat. Ja, mit Drogen sollte man nicht Auto fahren. Das stimmt. Eine Leichenhalle. Wunderbar, wunderbar. Noch mehr Puppen. Ja, noch mehr Leichen einfach. Ach komm, ey, ich will gar nicht immer länger rumlaufen. Oh Mann, ey, Leichenhalle, Puppen. Ey, das sind alles meine Ängste. Wirklich, das kommt gerade alles zusammen hier. Boah, guck mal, Puppen, die von der Decke herunter. Es ist nicht mein Spiel irgendwie. Definitiv ist das nicht mein Spiel. Das ist... Ah, was? Das ist alles falsch rum hier. Es ist mir gerade gut aufgefallen, oder? Ich bin raffiniert. Na egal, wir gehen einfach mal durch die Tür. Falsch rum natürlich. Ich glaube, wir haben ja schon wieder Drogen genommen. Ich dachte, ich müsste da jetzt runterfallen. Boah, das wird so gerade so surreal. Ach, guck mal, da ist der Haken an der Sache schon wieder. I will find you, I will kill you, and, ach, keine Ahnung. Ich will nicht weiter drauf klettern. Oh. Hallo? Oh man, noch viel mehr Haken. Das sieht aus wie so, so eine Metzgerei hier. Wir sind eingeschlossen hier, will ich jetzt mal so zum Protokoll geben. Zu Protokoll geben. Boah, das Spiel nimmt mich aber gerade richtig hart dran. Wo sind wir jetzt? Es ist, glaube ich, eine Shopping-Hall. Mall. Eine Shopping-Halle. Eine Shopping-Mall natürlich. Komm ich. Ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt hier hingekommen bin. Kann mir das bitte einer erklären? Okay, hier haben wir auf jeden Fall einen Gift-Shop, also einen Geschenke-Shop. Mellow Gates. Old Bookshop. Boah, das ist echt creepy. Sehr creepy. Ja. Is there someone? Anyone that can help me? Nein, hier ist keiner. Keiner, der uns helfen kann. Ach, guck mal, die neue GameStar. Ja, ein Bücherladen mit Büchern. Überrascht mich jetzt nicht so. Alice, Adventures in Wonderland. Ist das nicht die Grinsekatze? Nein, das ist nicht die Grinsekatze. Kennt das einer? The Master and Margarita. Okay. Man and a woman's soul in one body creates a situation of constant antagonism. Okay. Also Mann und Frau in einem Körper kommt zu einer Situation, führt zu einer Situation Antagonism. Also ein Antagonist ist ja der Gegenspieler. Also das ist immer gegenteilig irgendwie. Zu Problemen führt das auf jeden Fall. They limit each other. If one begins to dominate, also and vice versa. Book Suwan. It is written. The Yin is internal struggles. Young is internal. Oh Gott. Yin is internal environment and Yang external displays. When Yin und Yang kollidieren miteinander. From result. Oh Gott. That creates feeling of.
to replace one in young are never at rest. They constantly supplement. Natürlich. Ja, so ist das. Genau so ist das. Das wollte ich auch die ganze Zeit schon sagen und ich hoffe, das brauchen wir nicht für ein Rätsel. Ja, bestimmt brauchen wir das. Ah, mal guck mal hier. An epic drama of adventure and exploration. So, es sieht noch nicht nach einem Rätsel aus. Das muss ich jetzt hier mal sagen. Okay, ist verschlossen. Kann man denn hier auch nochmal irgendwann liebenswerterweise speichern? Hey, ein Aufzug! Krass! Ein Treppenhaus, ich krieg zu viel. Oh Gott, wir werden doch so viel Spaß mit diesem Spiel haben. Ah ja. Geil, geil, geil. Noch so viel Spaß mit diesem Spiel. Wir gehen erstmal nach unten in den Keller. War das? Und können speichern. Geil. Dann mache ich jetzt, glaube ich, auch gleich mal eine ganz kleine Aufnahmepause. Denn ich habe es mir verdient. Eine Puppe, die von hinten, die also auf die Wand schaut. Sorry. Ying und Yang. Ein Juwelier. Wofür war das Auge gerade? A music box. Looks like it's broken. Die sieht so aus, als wenn sie kaputt wäre. Ja, wenn nicht sogar defekt. Könnte durchaus sein. Ein Juweliergeschäft ohne Diamanten und Schmuck. Boah, das ist aber echt geil gemacht. Also so eine riesige Shopping Mall. Nicht schlecht. Dress Shop, The Museum Watch. Kostbar. Kann man da auch reingehen, ne? Achso, okay. Ja, der ist. Ja. Das erinnert mich tatsächlich gerade so ein bisschen an Left 4 Dead 2, als man in dieser Shopping Mall unterwegs ist. Wo man am Ende dann diese ganzen Benzinkanister sammeln muss, um das Auto wieder zum Laufen zu bekommen. Ja, ein bisschen verstaubt hier alles. Ja, ja. Sag mal, das ist so fies gemacht. The National Mall. Und da ist ein, ja, Fastfood-Restaurant. Sehr geil. Not all food is good for you. Be careful of what you eat before it eats you. Ah, der Burger sieht schon aus, als wenn er uns fressen würde. Stell dir vor, der läuft uns jetzt hier hinterher. Mein Gott. Soft Eis, was zu trinken, ein Burger, ein Hamburger, und Fritten, Pommes, Deluxe, Hamburger, 50 Penny, mit Fritten. So eine scheiß Drinking-Maschine. Sag ich jetzt mal. Okay, die Küche. Okay. Ja, ihr merkt, wir haben in der nächsten Folge noch einiges zu erkunden. Ja, geil. Guck mal, die Puppe ist auch noch da. Dann speichern wir jetzt hier nochmal. Wo auch immer das war, glaube ich, hier unten. Und ja, dann sage ich bis zum nächsten Mal mit Silent Hill. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge auch wieder mit dabei seid. In dem Sinne dann, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.